den Schmerz verstehen und was zu tun ist in 10 Minuten. Jeder kennt Schmerz. Aber weißt du auch, dass Schmerz nicht das gleiche wie Schmerz ist? Es existieren zwei total verschiedene Arten von Schmerzen. Der eine Schmerz nennt man Akutschmerz. Den hat jeder von uns schon mal erlebt. Er entsteht, wenn du dich verletzt. Beispielsweise, wenn du in einer Scherbe stehst, einen Velounfall hast oder mit einem Hammer auf den Daumen haust. Je grösser die Verletzung, umso grösser der Schmerz. Ein Fußschlag von einem Boxer tut mehr weh als ein Stupser von einer Freundin. Akutschmerz tut am Anfang am meisten weh. Aber wenn die Verletzung hält, wird er weniger und verschwindet dann ganz. Akutschmerz ist sehr wichtig fürs menschliche Leben. Er hat eine Warnfunktion. Er sagt, Achtung, auf eine Scherbe gestanden, nicht weiterlaufen. Sonst kommt Dreck in die Wunde. Besser mal den Fuß zuheben. Der andere Schmerz nennt man chronischen Schmerz. Und der ist wirklich kompliziert. Im chronischen Schmerz redet man, wenn der Schmerz über langen Zeitraum ständig da ist und immer wieder kommt. Chronische Schmerzen kennt nicht jeder, aber er ist schon recht häufig. Von 100 Kindern und Jugendlichen haben ungefähr 5 so starke chronische Schmerzen, dass sie oft in der Schule fehlen, sich weniger mit Freunden treffen und ganz traurig werden. Das Besondere und auch seltsame am chronischen Schmerz ist, im Körper ist nichts kaputt, sodass keine Verletzung da ist, die heilen muss. Oder die Störung im Körper ist so klein, dass sie die starken Schmerzen nicht erklären kann. Oft sieht man einem Menschen nicht an, dass er chronische Schmerzen hat. Aber trotzdem ist der chronische Schmerz wirklich da. Denn so verschieden die beiden Schmerzen auch sind, haben sie auch etwas gemeinsam. Egal um was für Schmerzen es sich handelt. Ob akut oder chronisch. Ob es Kopfweh, Zahnweh oder Bauchweh ist. Jeder Schmerz entsteht am Ende immer und ausschließlich nur im Hirn. Sonst würden wir ihn gar nicht mitbekommen. Wenn du chronische Schmerzen hast, bildest du dir das also nicht nur ein und du hast ein Recht darauf, dass man dir hilft. Wieso entstehen eigentlich chronische Schmerzen? Chronische Schmerzen sind vom Gehirn gelehrt wie ein Lied. Du hast bestimmt schon mal einen Ohrenwurm gehabt. Ein Lied, das dir ständig in Sinn gekommen ist. Manchmal lernt unser Gehirn Sachen, ohne dass wir das wollen. Oder sogar, obwohl wir das überhaupt gar nicht wollen. Krass, oder? Du kennst es sicher auch. Gibt es eine Band oder einen Sänger, den du total schrecklich findest? Denk mal dran. Fällt dir ein Lied von ihm ein? Kennst du die Melodie oder vielleicht sogar das Video? Warum fällt dir das ein? Du findest das Lied total blöd und möchtest es eigentlich gar nicht im Kopf haben. Das Gehirn lernt nicht nur die positiven und angenehmen Sachen, sondern auch die negativen. Lernen hängt ganz viel mit Gefühl zusammen. Wenn du etwas so richtig doof findest, merkt sich das Gehirn. Nehmen wir mal an, du hast Kopfweh. Und bist auch noch gerade richtig traurig. Oder jemand nervt dich gerade. Genau in dem Moment kann sich dein Gehirn das Kopfweh besonders gut merken. Beim nächsten Mal, wenn du traurig bist oder dich jemand nervt, werden deine Kopfschmerzen vielleicht wieder auftauchen. Dann noch schlimmer und irgendwann sind sie ständig da. Das Hirn wird immer empfindlicher für die Schmerzen. Irgendwann tun dir auch Sachen weh, die dir vorher gar nicht wehgetan haben.
wie eine normale Bewegung der Beine, eine kleine Muskelanspannung im Nacken oder ein leichtes Bauchgrummeln. Plötzlich tut alles weh. Manchmal sind die Schmerzen so stark, dass du vielleicht denkst, da muss doch etwas kaputt sein. Ist es aber nicht. Anders als beim akuten Schmerz kannst du starke chronische Schmerzen haben, ohne dass in deinem Körper etwas verletzt ist. Echt kompliziert. Was man dagegen machen kann? Am besten du vergisst den chronischen Schmerz wieder. Löschst ihn aus dem Gehirn und denkst nicht mehr dran. Leider ist das einfacher gesagt als gemacht. Hirn gespeichert, er lässt sich nicht einfach rausoperieren. Und es gibt keine Tabletten fürs Vergessen. Also, Operationen und Tabletten helfen beim chronischen Schmerz meistens nicht. Nur bei einigen wenigen Schmerzarten. Bei Migräne zum Beispiel sind bestimmte Schmerzmittel hilfreich. Allerdings muss dir dein Arzt ganz genau erklären, wie du die Schmerzmittel einnehmen musst. Bei vielen wiederkehrenden und anhaltenden Schmerzen helfen die Medikamente gar nicht und sind eher schädlich. Aber was hilft bei chronischen Schmerzen? Drei Sachen sind das. Erstens, negative Gefühle und Stress können Schmerzen schlimmer machen. Darum ist es wichtig, negative Gefühle und Stress zu verringern. Schau mal genau, was die negative Gefühle macht. Was dich stresst. Manchmal ist deine Schule einfach nicht die richtige für dich. Oder du hast überhaupt keine Zeit mehr für dich, weil du zu viele Hobbys hast. Deine Eltern streiten sich viel oder du bist einfach traurig und weißt gerade nicht genau warum. Kann auch sein, irgendjemand lenkt dich an, obwohl du das gar nicht willst, oder in der Schule wirst du gemobbt. Oder irgendetwas anderes in deinem Leben läuft gerade überhaupt nicht so, wie du das willst. Oft kann man allein die Probleme nicht so gut lösen. Darum gibt es Leute, die dich dabei unterstützen können. Manchmal sind das die Eltern, Freunde oder Verwandte. Aber auch der Kinderarzt, der Vertrauenslehrer, der Schulpsychologe oder die Telefonseelsorge. Es gibt viele Wege, Hilfe zu finden. Zweitens, dein Gehirn hat Schmerzen gelernt. Es kann Schmerzen auch wieder verlieren. Am besten funktioniert das, wenn das Gehirn sehr beschäftigt ist mit anderen Sachen, die es vom Schmerz ablenken. Einfache Tricks helfen oft weiter. Überleg doch mal, ob dir ein Musiker einfällt, der den Namen mit A anfängt. Ist dir etwas eingefallen? Gut. Dann überleg doch mal, ob dir auch Musiker mit B einfällt. Und mit C. Und mit D. So gehst du das ganze Alphabet durch. Ablenkungs-ABC nennt man das. Es gibt ganz viele solche Techniken. Ein paar von denen brauchen nur die indischen Fakire, um auf Nagelbretter zu sitzen. Die kann man schlecht allein lernen. Und es braucht Hilfe dazu. Für das sind Schmerztherapeuten da. Drittens. Lass dich vom chronischen Schmerz nicht abhalten, all die Sachen im Leben zu machen, die du dir vorgenommen hast. Sowohl die schönen, aber auch die, die anstrengend sind. Werd aktiv beim Sport, gang in die Schule oder in die Ausbildung. Und versuch, deine Ziele zu erreichen. Genieß zusammen sein mit deinen Freunden. Akutschmerz wird oft besser, wenn man sich eine kurze Zeit schont. Aber chronischer Schmerz wird leider immer schlimmer. Je mehr und je länger man sich schont. Also, werd aktiv und bekomm deinen Schmerz in den Griff. Lass uns mal überlegen, ob wir das in zwei Sätzen zusammenfassen können. Chronischer Schmerz ist vom Gehirn gelehrt. Hinlegen und Ausruhen helfen nicht.
Die besten Strategien, um mit dem chronischen Schmerz fertig zu werden, sind aktuelle Probleme angehen, den chronischen Schmerz durch die Ablenkung verlieren und das Leben wieder aktiv in die Hand zu nehmen. Kommst du nicht allein klar? Hol dir Hilfe.